Hallo und willkommen, meine Freunde, zurück zu Naval Action. Ja, wir haben jetzt zwei Trader fahren lassen, die eine Brig und die Lynx, aber wir sind ein bisschen vorsichtiger geworden, ihr wisst ja, ne? Also wir sind voll beladen mit Eisen, wollen eigentlich nach Gustavia, wollten eben die Brig haben, beziehungsweise eigentlich wollten wir ja nur ein bisschen hier über die Insel fahren und erkunden, im Erkundungsmodus. Letztendlich haben wir gegen die Brig verloren, weil er einfach mit der Mannzahl in Überzahl war. Und das müssen wir halt ändern beim nächsten Mal. Und dann haben wir auch die Brig. Oder wir hätten die Snow mit haben müssen. Dann hätten wir den auf jeden Fall bekommen. Ich hoffe jetzt, dass ich jetzt am richtigen Hafen anlaufe. Und dann fahren wir wieder auf die Weltmeere und jagen Trader. Ich weiß gar nicht, habe ich hier eigentlich alle Upgrades drin, die hier rein müssen? Ich müsste mal gucken. Müssen wir nachher mal am Hafen gucken, ob hier wirklich alle Upgrades drin sind. Wir haben auf jeden Fall hier die 50 Eisen und ich möchte wissen, wie viel ich für die 50 Eisen bekomme. Also 2000 Gewinn möchte ich mindestens für die Strecke haben, die wir jetzt gemacht haben. Und das ist ja verdammt weit, die Strecke halt, ne? Und von daher denke ich mal, passt das. Hier ist jetzt wieder ein wunderschöner Sonnenaufgang. Und mal sehen, wie unsere Navigation ist. Wenn da Gustavia, kann das ja jetzt hier nur Charlestown sein. Sehen wir aber nicht, weil wir halten jetzt voll auf, ich hoffe mal, Gustavia drauf. Jetzt kriegen wir wenigstens richtig Knoten. Jetzt machen wir wieder 20 Knoten. Der Wind dreht sich also stündlich, vermute ich mal. Das müsste Charlestown sein. Wenn das Charlestown ist hier, ist Charlestown hier. Wir fahren so diagonal. Ja, dann müssen wir fast in Dingens ankommen. In Gustavia. Dann müsste das wirklich Gustavia sein. Wir müssten den richtigen Riecher dann haben. Allerdings müssen wir so um die Insel noch mal rum. Das Charleston, dann müsste hier gleich noch eine Stadt auftauchen irgendwo. Oder? Irre ich mich jetzt da? Oder ist das Charlestown und was wäre denn das denn? Das kann ja nicht. Ja, wir schauen mal einfach. Also die Seenavigation so nur auf Sicht, ne? Seht ihr, für mich Katastrophe. Wird aber für euch nicht anders sein, wahrscheinlich. So, ich muss ein bisschen drehen. Nee, das ist nicht Gustavia. Hallo? Doch, muss Gustavia sein. Weil hier steht nämlich jetzt Protected by Gustavia. Aber da wir würden jetzt kollidieren, jetzt müssen wir wieder, haben wir Gegenwind. Das ist doch. Oh nee. So, und was in Eve ein Trader Hub ist, ist hier Gustavia ein Trader Hub. Also beziehungsweise was Jita in Dingens war in Eve Online ist in. Ne, ist Philipsburg. Moment, das ist Philipsburg. Philipsburg ist. Da müssen wir Richtung Süden, hallo? Moment. Jetzt bin ich komplex. Total komplex. Philipsburg ist hier. Das heißt, ich muss ja südöstlich muss ich mich halten denn. Dann wäre das ja da, Dingens, Gustavia. Moment, Philipsburg. Da wäre direkt Marygod. Oder ist das Gustavia da? Dann kann ja das nur Gustavia sein. Dann muss ich dahin. Aber das wäre südöstlich übrigens. Genau, also wir drehen jetzt wieder südöstlich und dann, da seht ihr, ist Gustavia schon. Also wir hatten doch schon den richtigen Kurs. Aber jetzt
Ja, laufen wir auf Sand auf. Gleich haben wir wieder keinen Wind mehr. Also man muss ja so vorausschauend fahren. So, und ich kann jetzt noch nicht einlenken, weil jetzt hier links eine Sandbank ist halt, ne? Jetzt kann ich es langsam einlenken. Um dann festzustellen, dass sich der Scheiß mit dem Eisen nicht gelohnt hat. Also für 112 haben wir eingekauft, ne? So, und ich würde das gerne, wenn verkaufen, das Iron Ore. Wir haben Iron Ore geladen, ne? Bin ich richtig, genau, Iron Ore. Nicht, dass das jetzt hier auch produziert wird und ich habe mich jetzt total vertan. Ne, wird nämlich nicht. Aber das brauchen die hier zum Craften auf jeden Fall. Also, wir entern mal hier den Hafen und gehen jetzt mal rein und dann schauen wir mal. Equip, so Iron Ore ziehen wir hier runter, die 50. Komm. Wieso kann ich das jetzt nicht dahin ziehen? Jetzt sag auch nicht noch, dass ich... So, Iron Ore 50. Also ist der Hafen jetzt auch noch voll. Ja, das ist super. Also, Shop. Materialien. Wo ist hier Iron Ore? Ingots, Ressourcen, Iron Ore. Iron Ore wird hier gar nicht verkauft. Ja, oder zählt das hier Iron Ore? Aber ich muss da hier irgendwo Iron Ore haben. Iron Ore. Da. 132 nur. Nee. Das ist mir zu teuer. Deswegen mache ich einen Contract. Wobei 51 sind für 132 da. Ich mache aber einen Contract. Und zwar... Moment... Place Contract, genau, so, Sell, ne, Buy, ne, Sell, und zwar Iron Ore, Preis ist 200 hätte ich gerne, dann würde ich 50 verkaufen, 50 verkaufen und würde genau 10.000 dafür bekommen. Aber kostet mir wieder 500 für den 500 für den Contract, ne? Das müsste man jetzt ausrechnen. Wie viel? Also ich habe die für 112 gekauft. Das heißt, ich mache auf jeden Fall Gewinn. Zwar jetzt nicht so super tollen, aber ich mache Gewinn. Tja, das ist die Frage. Um die, wenn ich jetzt sage, ich koste 220, dann wird das auch mehr, ne? Ja, mache ich aber 210. Dann habe ich ja so ungefähr meine Dings. Machen wir das einfach mal. Ich setze den einfach mal rein und mal gucken, vielleicht kriegen wir es hin. Wir bestätigen das Ganze und verkaufen jetzt hier Iron Ore, ne? Also, Your Contracts, ihr seht es jetzt, ich habe jetzt zwei, also hier kaufe ich jetzt Ork ein, aber das werde ich für das Geld nicht bekommen, das bin ich ja hier die ganze Zeit dran. Und hier verkaufe ich halt Iron Ore und guck, dass ich das jetzt bekomme halt. Ne? Für 2.10, das wäre schön, wenn jetzt diese Menge hier weg wäre, dann hätte ich ein gutes Gefühl, dass ich meine wegbekomme, ne? Dann hätten wir zumindest schon mal 10.000 mehr. Aber nichtsdestotrotz, das soll, also der Weg, die Handelsstrecke dahin lohnt sich halt nicht mehr. Die Frage ist jetzt, was man machen würde oder machen sollte jetzt noch. Und ich denke mal, so viel haben wir jetzt nicht mehr zu tun.
Ich halte euch auf den Laufenden, ob ich jetzt hier dieses verkauft bekomme oder nicht. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle wieder Schluss mit der Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.